Erinnern Sie sich an den Tag Ihrer Entlassung? Ja, das war ein schwarzer Tag, weil ich habe natürlich bis zuletzt gehofft, dass ich freigekauft werde und der letzte Tag nahte. Ich habe mich von meiner besten Freundin unter Tränen verabschiedet und wurde dann von einer Wachperson abgeholt und bekam dann meine zivilen Kleider wieder ausgehändigt, die ja vom Sommer waren. Inzwischen war es Winter. Ich hatte nichts anderes anzuziehen und musste dann noch mal zu der Chefin von der ganzen Haftanstalt und mich abmelden. Und dann hat sie gemeint, ja, ich möchte sie aber hier nicht wiedersehen. Habe ich gesagt, ja, das ist ja klar. Und dann wurde ich durch dieses große Tor entlassen und dann stand ich im Regen vor dieser Tür und habe mich so einsam auf der Welt gefühlt, wie ich noch nie gewesen bin, und habe gedacht, jetzt ist alles umsonst gewesen. Die ganzen 18 Monate habe ich völlig umsonst gelitten. Kam jemand, um sie abzuholen? Ja, meine Eltern sind dann mit dem Auto gekommen und es wurde wenig geredet. Natürlich war jeder irgendwie selbst damit beschäftigt und ich habe die ganze Zeit auf der Fahrt habe ich eigentlich überhaupt nichts mitbekommen. Ich war immer noch in der Welt und die andere Welt hat für mich noch gar nicht existiert. Wie ging das dann weiter mit Ihren Eltern? Die hatten ja einen Ausreiseantrag gestellt. Haben Sie dann angefangen, Fragen zu stellen? Oder haben Ihre Eltern Sie zur Rede gestellt? Also erstmal war ich enttäuscht, dass weder meine Eltern noch meine Geschwister sich irgendwie dafür interessiert haben, was mir eigentlich passiert ist. Und natürlich habe ich mich dann an den Ausreiseantrag mit angehängt bei meinen Eltern. Wir waren aber dann 6 Personen. Elsterberg ist ein kleiner Ort. Wir waren total bekannt in dem Ort. Und aus meiner Stasi-Akte geht hervor, dass der Grund für meine Entlassung zurück in die DDR der Ausreiseantrag meiner Eltern war, weil natürlich dann 6 Leute auf einmal das Land verlassen hätten und es hätte so eine Wirkung in diesem Ort gehabt, dass wahrscheinlich noch viel mehr Leute einen Ausreiseantrag gestellt hätten. Und das wollte man halt vermeiden. Und deswegen wurde ich wieder zurück in die DDR entlassen. Hätte das Ihrem Vater nicht klar sein müssen, als Genosse? Ja, das weiß ich nicht. Unsere Verwandten haben auch abgeraten damals, dass sie den Antrag stellen, sondern sie sollten eigentlich warten, bis ich im Westen wäre. Warum hat Das Ihre weiß Familie ich es nicht, überhaupt gemacht? Ihr warum. Vater hat doch an das System geglaubt. Ja, aber das, also dann nicht mehr, weil er gemeint hat, wenn man das eigene Kind zu so einer Strafe verdonnert, dann hat er dann nicht mehr an das System geglaubt. Aber es geht ja aus meiner Stasi-Akte hervor, dass das ein großer Fehler war, dass der Ausreiseantrag gestellt wurde. Und mein Vater hat aber bis heute, da sieht er keinerlei Fehler. Er hat keinerlei Fehler gemacht. Haben Sie sich deswegen dann zerstritten? Ja.